Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im LS22 auf der Hofbergmann zusammen mit dem lieben Sinan und mir, dem Hobby. Wischtest du anfangs immer falsch aus? Hallo erstmal, liebe Leute. Gut, nächste Folge wird Sinan anmoderieren. Nein. Nein, klares Nein. Naja, mal gucken, vielleicht fühle ich mich ja danach. Dann kann ich das ja machen. So, was steht heute an? Sinan wird sich jetzt, glaube ich, mal um die Eier und so kümmern. Hühnereier. Hühner. Gut korrigiert. Ich erwähne sowas lieber nochmal gerne extra. Okay. Nicht, dass es da irgendwelche Missverständnisse gibt. Ja, klar. Nicht Mistverständnis, weil da kümmerst du dich, glaube ich, jetzt rum um die Mist, oder? Apropos Mist. Ja. Wieso ja? ist der Misthaufen da auf der Seite? Ihr habt doch das immer in der Mitte abgekippt. Ich hatte beim letzten Mal kurz Langeweile, ja. Ah, okay. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, hey, was ist jetzt mit dem Misthaufen los? Ein Wanderhaufen. Wander. Genau das. Ein kleiner Wanderhaufen. Ja, genau. So, nee, ich würde tatsächlich Feld. Was ist es? Feld 19? 17? Mal ansehen. Ja. Die Frage wäre halt, was hast du denn geplant? Was sollen drauf? Sojabohnen für die Schweine, immer noch. Stimmt, genau. Ja, doch, das hatte ich ja sogar noch beim letzten Mal noch gesagt, wo du es vergessen hast. Ja, genau. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir da Sojabohnen drauf, oder? Was hältst du von der Idee? Gute Idee. Ja, aber so, ich habe mir halt gedacht, so für die Schweine vielleicht sogar nahe Zukunft. Stimmt, die hätte ich ja voll vergessen. Ja, siehst du, meinst du mich nicht. So. Jo. Was denn? Hühnchen sind gefüttert. Gefüttert? Hühnchen sind hier gefüttert. Und die Eier? Die Eier sind aus dem Stall. Immer schön täglich morgens die Eier rausholen, ne? Ja, genau. Nein, nicht so. Die Hühnereier rausholen. Robby, ich weiß ja nicht, was du denkst, aber ganz schön versaut. Ja, stehe ich dazu. Mein Motto ist, wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr Spaß. Das stimmt. Also, morgens immer schön die Eier aus dem Stall holen. Korrekt. So. So. Sonst könntest du mal die anderen Tiere noch kontrollieren und wenn nichts zu tun ist, dann mit der Walze runterkommen. Ich bin schon dabei, aber bisher. Also, ich habe so das Gefühl, dass die ganzen Ziegen so gut wie gar keine Arbeit machen. Ja, ich weiß, weil ich denen immer Ballen auf die Trigger lege. Dann ja, ist immer schön nachgefüllt. Ich sehe, dass das komplett voll ist, aber ich meine jetzt auch so, was Wasser angeht und du musst nicht irgendwie alle 2 Monate da Ziegenmilch rausholen und so. Weißt du, was ich meine? Ja, Ziegenmilch geht langsam, weil wir halt weniger haben. Ja, 41. Und Wasser habe ich neulich erst aufgefüllt. Das ist bei der Hälfte. Ich sage ja, neulich. Und wie lange ist das neulich her? Halbes Jahr? Keine Ahnung. Wasser ist verdunstet und ist wieder zurück, ne? Ja, genau. Nee, das ist noch nicht so lange her. Letzte, das war letzte Aufnahmesession. Glaube ich. Dezember okay, oder Januar. Bei den Kühen müsste halt noch ein bisschen Milch weg. Das ist aber nicht die, unbedingt. Die Frage ist, für die... Für den Käse brauchen wir so wenig Milch. Ja. Ob man nicht mal einfach einen Anhänger voll macht und verkauft.
Können wir machen, ja, natürlich. Weil Milch. Wo ist die Milch? Milch. Der Anhänger war hinter dem Schuppen gewesen, ne? Das steht bei der Käseproduktion. 1275 bei der Bäckerei. Die Bäckerei. Bäckerei. In der Oder, feinen Moment mal. Bäckerei. Was? Es hat doch, wenn wir jetzt das zu Haarmilch machen, dann kriegen wir 1716. Wie können wir es zur Haarmilch machen? Haben wir da eine Produktion oder muss man die erst kaufen? Irgendwo haben wir so einen Moment. Der Hof Bergmann ist ja so, dass alle Produktionen von Anfang an schon einem gehören. So, Markierung setzen. Die ist da zwischen Feld 19 und 20. Die Molkerei. Ja, wir haben doch fast einen ganzen Anhänger hier stehen, ne? Ja, eben. An Milch. Füll den und dann runter damit. Man kann ja schon fast zwei Anhänger voll machen. Ja, dann füll zwei und bring es runter. Ich denke, das ist eine stabile Ausgangslage. Stabil. Völlig wild. Echt jetzt, rückwärts geht's, aber vorwärts nicht mehr. Wo ist denn Alice lieben? Ja. So. So, übrigens, wir haben einen Interessenten fürs Hofbergmann-Projekt. Echt? Ja. Darf man schon wissen, wer? Der Ist der liebe Niklas bekannt? hat gefragt. Echt? Ja? So ein Zufall aber Das auch, war ein ja, was? Zufall, ja. Also von meiner Seite aus spricht er nichts dagegen. So, warum denn auch? Wer könnte hier den Fahrzeughändler machen? Ja, könnte er natürlich machen, ja. Wird nur nichts verdienen. Aber wahrscheinlich gefühlt die nächsten 20 Jahre nichts mehr kaufen können. Vermutlich. So, du hast gesagt, zwischen Feld 19 und 19 und 20. 20, Nee, da ist die also 20, da ist die Niklas, wenn 19. du Ach, da das oben. Video siehst, sprich mich an. Also, die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass du das Video jetzt zumindest einmal gesehen hast. Und wenn du das gesehen hast, Robby einmal ansprechen und erst dann darfst du mit. Wir werden dir privat nicht sagen. Ich meine, du wirst es dann, wenn du es nicht siehst, wirst du es ja eh nicht mitkriegen. Aber wenn du es, also wie gesagt, wir werden es dir privat nicht sagen. Ja, korrekt. Und das Video. nimmt mich jetzt echt Wunder, aber. Ach, übrigens, Leute, das habe ich ganz vergessen. Vielen, vielen, vielen Dank für den riesen 100! Support. Für 100. Und momentan sind wir 100! sogar schon bei 104. 100! Er hat die 100 geknackt. Heißt Ja. also, ja? Was heißt das? Ja? Ja, du kriegst Ja? ein Penisbild. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, falls ihr euch noch daran erinnern könnt, was damals gesagt wurde. Genau. Und natürlich kriegt ihr kein Penisbild. Also, ich kann euch natürlich auch gerne noch mal einen kleinen Tipp geben. Nein. Nee, Ja, aber ist ja. ich bin da tatsächlich schon dran. Das Ganze doch am Optimieren und Musst du Gas geben, lieber mit Robby. meinem Designer. Die Leute sind gespannt drauf, wie du aussiehst. Ich dachte, du wirst keinen Tipp geben. Hä? Okay. Glaubt mir, Leute, So. das wollt ihr nicht sehen. Ich muss das jeden Morgen im Spiegel ertragen. Du Armer. Ich ja, echte. Armer, armer Bursche. Boah, ich freue mich ja so auf nachher, ne?
Weil, Leute, es ist ein neues Projekt am Start und wir sind schon ein bisschen am Aufnehmen. Gestern war der erste Abend. Und ja, ich kann nur so viel verraten schon. Es ist nicht LS. Aber es wird lustig. Das auf jeden Fall, ja. Ich gebe keine Tipps. Diesmal halte ich mich zurück. So, wo müssen wir Wir denn machen noch ein abbiegen? RP-Projekt im Kühe-Melk-Simulator. Jetzt hast du aber gesagt, dass es ein Simulator ist. Scheiße. Ja. Der So ist das. PC-Bausimulator. Überladen Milch. Sinan spielt die Milch. Grafikkarte. Na, wir spielen, das kann man jetzt mal ganz offen und ehrlich sagen, ein PC-Bausimulator. Nein, tun wir nicht. Darf ich die CPU sein? Aber nur, wenn ich das Gehäuse sein darf. Nee, ich habe doch gesagt, du bist die Grafikkarte. Gib mir mal gerade eine Sekunde. Sorry, liebe Leute, ich bin mal ganz kurz AFK. So, dann können wir ja lästern. Ja, das neue Projekt ist angelaufen. Die erste Aufnahme ist ein bisschen aufwendiger zum Schneiden. Ich hoffe, dass ich es bis zum Wochenende schaffe. Also wir haben jetzt ja auch, glaube ich, Mittwoch. Ich hoffe es, ich hoffe es. Und sonst werde ich bestimmt am Wochenende schneiden und dann so bald wie möglich hochladen. Und dann werden auch regelmäßig Folgen folgen. Und ja, ist was komplett anderes wie der LS, aber es macht schon riesen Laune. Und ja, schaut dann unbedingt vorbei. Und ich würde mich natürlich auch da über Kommentare und Däumchen freuen. Ja. Und falls ihr Interesse habt, hier auf der Hof Bergmann oder im LSRP-Projekt mitzuwirken oder dann vielleicht auch beim neuen Projekt, sprich eine Teambewerbung, eine LS-Bewerbung, was auch immer, besucht unsere Webseite. Da könnt ihr euch bewerben. Mindestanforderung, ihr müsst 18 Jahre alt sein. Und ja, Spaß am Zocken haben. Freue mich definitiv auf eine Bewerbung von euch. Er, sie, ist egal. So. Ja, ich glaube, das Feld walzt mal selber, ne? So wie das ausschaut. Dann haben wir jetzt hier überall. Bin ich gespannt. Auf unserem, also die, die das Projekt mitverfolgen, auf dem La Coronelle-Projekt haben wir das Problem, dass wenn wir jetzt die Situation wie hier haben, wir haben ein Feld angepflanzt und gehen mit der mit der Güttler Major drüber, mit der Walze, dass dann das Ganze eigentlich den Wachstum zerstört. Richtig, und das ist bei mir aktuell auch der Fall. Ja, aber jetzt auf der La Coronella haben wir jetzt schon das Update drauf.
Ja, trotzdem ist bei mir das obere linke Feld, das ist das Feld 1, ist nicht im Wachstum. Die anderen Felder wurden nicht gewalzt. Habt ihr das vor dem Update gemacht oder nach dem Update? Danach, extra danach. Ich habe Okay. nach dem Update, habe ich im Prinzip die komplette Feldbearbeitung gemacht, außer das Pflügen und Steine sammeln und sowas. Das habe ich viel weiter davor gemacht. Ansehen, also Düngen, Ansehen und sowas. Und das Walzen habe ich alles erst nach dem Update gemacht. Okay. Weil die Map hat ja auch von uns ein kleines Update bekommen. Genau. Richtig. Und danach habe ich das erst gemacht. Also die Güttler hat Update gekriegt, ne? Ja, klar. So, ich habe hier zwei Trigger Points. Ich weiß halt nur nicht genau, welche das ist, aber ich gehe mal davon aus, dass Du wir denke kannst in der hinten sein. Produktion kannst du den markieren und dann kannst du ranzoomen und schauen, wo das blinkt. Ja, weil bei dem anderen ist halt nur ein Entladetrigger, der so gefühlt 20 Meter neben dran ist. Und bei dem anderen ist halt noch so ein Bearbeitungs-, also so ein Schraubenschlüssel wie bei den Produktionen halt, ne? Deswegen gehe ich von aus, dass wir der hier dann sein. Keine Ahnung. Kann auch Doch, sein, ja, dass es doch, 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 das doch. eine Produktion, das andere Verkauf ist, ne? Ja, deswegen, aber ich bin gerade mal hier in der Produktionsdings drin. Okay, umsetzen. Ja, das ist das. Aber ich Und werde es Geld geht das aufs trotzdem Konto. mal hier ausprobieren, weil das letzte Mal hat es auch funktioniert hier mit dem Walzen. Ich habe halt natürlich auch irgendwo so eine kleine Vermutung, dass es vielleicht irgendwie durch irgendeine andere Mod gestört wird oder so. Weil ich Kann kann ja bei auch mir sein. aktuell auch nicht pflügen. Weißt du, was ich meine? Was pflügen? Also tieflockern bei den Olivenfeldern kann ich Ah, aktuell nicht. übrigens, ihr hättet noch was sagen können, weil mein Tiefenlocker ist verschwunden. Tieflocker? Verschwunden? Ja, die Mandeln. Ja, du bestimmt, du brauchst auch einen Tieflocker. Wie, der ist verschwunden? Ja, ihr habt die Mod runtergenommen. Echt jetzt? Ja. Das war ein Modding? Ich hatte einen Mod. Bin ich so erschrocken, ich habe die falsche Taste gedrückt. Statt Mikrofon muten habe ich jetzt die Aufnahme pausiert. Ja, nee, das war ein Mod-Tiefenlockerer und der ist weg. Muss ich noch Ach so, rausfinden, was okay. der gekostet hat. Ist ein bisschen blöd gelaufen. Mep, mep. Oh. Ja, komm. Hau ab. Als ob du Alter! mich nicht gesehen hast. Junge, Junge, Junge. Nee, ich habe dich echt zu spät gesehen, weil ich auf den Nachbarsbildschirm geschaut habe. Der Unimog, der ist ja auch. Den übersieht man ja auch so leicht, ne? Ja. Geil. So, dann gucken wir mal, wie viel Milch aktuell noch da ist. Sagst du eigentlich Milch oder Milch? Milch. Milch? Mit. Milch. Milch. Ach, du bist Schweizer, stimmt, zählt nicht. Ja, Leute, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Sagt ihr Milch oder Milch? Weil es gibt ja so die einen und die anderen, die das anders aussprechen. Dann sagt ihr China oder China. Oder China. Chemie oder Chemie? Für mich ist ein CH wird als Ch ausgesprochen. Also heißt es für mich nicht China, sondern China. Oder Chemie. Aber gut, das ist halt wahrscheinlich auch ein bisschen dem Dialekt zu verschulden. Bei dem einen wird es vielleicht, also im einen Dialekt wird es vielleicht eher so und beim anderen wieder so ausgesprochen. Nee, schauen wir mal. Das Wachstum verschwindet auch. Ja, okay, gut, dann ist das die Güttler, weil ich habe meine nämlich jetzt wieder verkauft und Was? ich will mir auf jeden Fall eine Ah, neue holen. falsche Taste. Aber wir hatten doch gar kein Update bei der. Hier? Ne, allgemein. Das doch? Ja, jetzt das letzte Jahr, aber vorher gab es keins.
Und ich verstehe nicht, wieso dass das jetzt nicht mehr funktioniert. Weil vorher hier ging es auch und wir haben nichts geupdatet. Ich verstehe das nicht. Also ich habe definitiv die Gürtel verkauft. Für mich ist das Problem auf jeden Fall jetzt schon mal weg. Ich werde mir eine Originale holen. Auch wenn die halt doppelt und dreimal so teuer ist. Ja, du hast einen Fehler gemacht. Was denn? Wie wirst du deine Wiese walzen? Ja, dann muss halt düngen. Ja, aber was soll ich machen? Ja, ich behalte die Güttler für die Wiese. Und die andere und muss mir dann halt eine kaufen für die Felder. Ja, stimmt. Okay, gut. Wenn ich mal so drüber nachdenke, hätte ich das eigentlich auch machen können, ja. Ja, ist ja nicht teuer, hole ich mir wieder. Vielleicht ist hier am Gebrauchtmarkt. Dann krieg ich, ey, dann kaufe ich so für den Preis, wie ich auch dafür bekommen habe. Nicht 1 Euro mehr, nicht 1 Euro weniger. Sicher? Ja. Wenn du ein Gerät für 7.498 verkaufst, dann ist das auch für den Preis wieder im Gebrauchtmarkt. Ja, aber du vergisst den Händler. Ja, Provision. Da kriegt er halt mal eine Kugel Eis ausgegeben. Eine Kugel Eis. Eine Kugel, vielleicht auch zwei, wenn ich einen guten Tag habe. Soll ich jetzt die Ecke da nochmal ansehen? Ich glaube schon, ne? Ja, wenn es nur so eine klitzekleine Ecke ist. Ja, schau auf der Karte, was meinst du? Warte. Du bist gerade. Ich sehe es gerade nicht. Was sieht denn? Wachstum. 17. Ach Quatsch. Nee, würde ich nicht machen. Okay, dann würde ich mir aber eine Dalbo kaufen, eine Power Roll. 1230 ja. HD. Ja, ich glaube, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, irgendwas mit 40.000, kann das sein? 41. Ja, wusste ich doch. Irgendwas mit 40. Fehler gemacht. Ja, hab zum Glück keine beim gebrauchten Maschinenmarkt. Und wir haben schon wieder nur noch 15.000. Womit das zusammenhängt, das ist die endlose Frage. Die wird sich nie klären. Geh weg! Wow! Nein! Wuhu! Die geht's gut? Nee. Ich bin ja dafür, dass wir da die Hälfte subventioniert kriegen. Nee, weil es ja aufgrund eines Defekts der Mod ist. Weil ich muss sagen, die Güttler Major, die hat mir bis jetzt immer extrem gut gefallen. Ich hatte die auch auf der Waldstätten schon. Okay, Waldstätten habe ich halt, was das angeht, eigentlich nicht viel gemacht. Du hattest das ein Feld gehabt von mir, wo du ja quasi bewirtschaftet hast. Ja. Und ansonsten hatte ich ja keine Felder. Ich habe ja nur, ich habe ja den Fahrzeughändler quasi gemacht. Nee, ich hatte die im Fall schon auf der Marsch noch. Wirklich jetzt? So eine kleine Walze für so riesige Felder? Ja, da hat man Helfer. Oh ja, wenn so ist. Also nee. Du aber was anderes. Ja. Ich habe jetzt aktuell noch 5.148 Liter Milch. Ja. Ja. Ich könnte die natürlich in die Produktion reinpacken, weil da passt extrem viel rein. Um Haarmilch draus zu machen. Ich könnte aber... Wir brauchen Geld. Okay. Weil die andere ist voll. Weil 5.148 ist jetzt nicht so die Welt. Platz da! Manscht. Nee, kauf die. Bring die da. Produktion. Genau. Sag das doch. Produktion. Siehst du, hätte ich dir jetzt nicht geholfen, wüsste ich gar nicht wohin. Ja. Hey, das ist gut, ne? Ja. Muss man ja mal sagen. Na klar. Ja. So, Leute. Ist aber schon wieder Schluss für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen und ein Abo da. Niklas, du weißt Bescheid. Genau. Und würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Schaut in die Videobeschreibung.